Mein Name ist Santiago Ziesmer, ich bin Schauspieler und Synchronsprecher. Und, oh Gott, ich mache das schon so viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Da gibt es ganz, ganz viele Figuren und Rollen. Wenn ich da anfange, dann sitzen wir morgen früh noch da. Mhm. Aber am bekanntesten ist wahrscheinlich hier aktuell dieser kleine gelbe Unterwasserschwamm, der SpongeBob-Schwammkopf. Aber es gibt natürlich viele andere Figuren auch, zum Beispiel das kleine Ferkel Piglet aus Winnie Pooh oder hier der Steve Urkel aus der Serie Alle unter einem Dach. Der Nerd, der Nachbarsjunge oder zum Beispiel der kleine Pfefferkuchenmann aus den Shrek-Filmen. Also kommt ganz viel zusammen. Ja, der Pfefferkuchenmann ist mit meinem Favoriten und Ferkel natürlich und SpongeBob auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt es auch einen wunderbaren amerikanischen Schauspieler, den ich sehr oft synchronisiert habe, Steve Buscemi. Ganz tolle Filme hat er gemacht. Konya Armageddon, Chuck und Larry, Die Insel, The Death of Stalin, ganz, ganz viel. Und die habe ich ganz oft gesprochen. Hat wahrscheinlich auch viel Spaß gemacht. Sehr viel, ja, ja, das gehört dazu. Und das ist auch ganz wichtig, dass man die Freude hat an der Arbeit. Wenn ich fragen darf, was verdient man als Synchronsprecher im Schnitt brutto im Jahr? Nicht, was du verdienst, sondern was man in der Branche verdienen kann. Das ist ja sehr weit gestückelt, aber... Die Spanne ist sehr, sehr groß. Als Anfänger, wenn man anfängt im sogenannten Ensemble, also früher hat man gesagt Menge, Masse, also mit kleinen Rollen anfängt und dann auch noch nicht regelmäßig zu tun hat, ist es wohl eher ein Nebenverdienst. Wenn man sich da aber ein bisschen hochgearbeitet hat und dann auch über kleinere Rollen zu größeren Rollen kommt und dann, was ganz wichtig ist, auch regelmäßig Aufträge bekommt, kann man davon sehr gut leben. Ja, hinzu kommt ja auch, dass es keine festen Tarife gibt. Und je erfolgreicher man ist, kann man ja auch seine Gage dann bei den Firmen aushandeln. Also da ist nach oben keine Grenze. Super, das wird alle freuen, die diesen Weg einschlagen möchten. Ja, immer positiv denken und mutig sein und sich auch mal was trauen. Ja, also, wenn ich mal so sagen darf, SpongeBob, was verdienst du denn als Burgerbrater? Ja, also ich verdiene in der Kostengrabe nicht so viel, weil Mr. Krabs hat ja rausbekommen, dass ich das gerne mache und dass mir das Spaß macht. Und dann kriege ich eigentlich kaum Geld, aber ich kann immer umsonst essen. Essen ist ja auch viel wert, ne? Das reicht ja auch schon. Ja, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Hunger hat und dann hat man nichts zu essen. Das ist aber auch noch einen nervigen Arbeitskollegen, ne? Thaddeus ist immer sehr, sehr schlecht gelaunt, ne? Aber du magst ihn, oder? Ich mag ihn sehr gerne. Tut mir leid, wenn er manchmal schlechte Laune hat. Aber ich kann nicht dafür. Thaddeus ist ja auch ein bisschen wie ich. Okay, aber gut. Kommen wir jetzt mal zur nächsten Frage. Welchen Charakter sprichst du am liebsten? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Das ist immer, wenn man auch Eltern fragt, die mehrere Kinder haben, welches Kind habt ihr am liebsten? Das geht ja gar nicht. Ich würde sagen, mein Motto ist, dass meine Lieblingsrolle immer die ist, die ich aktuell spreche. Weil mit der habe ich zu tun und die muss ich mit Freude machen. Ja, ich habe zwar in der Vergangenheit auch tolle Rollen, die mir viel Freude gemacht haben, aber die liegen ja zurück. Und entscheidend ist immer das, was man gerade jetzt auf dem Tisch hat und was man eben aktuell macht, dass man das gut und mit Freude macht. Ja. Fühlst du auch einen Charakter so im realen Leben, wo du dann dich wiedererkennst? Ach, das ist schwer zu sagen, aber es ist eigentlich, alle Figuren, die man irgendwo spricht, kriegen ja was von mir, weil wenn man authentisch und überzeugend sein will, muss man immer ehrlich sein. Das heißt, man muss ehrliche Töne haben und auch ehrliche Gefühle und Emotionen rübergeben. Mhm. Und egal, ob das jetzt Freude oder Trauer oder Wut, was auch immer ist, das ist immer echt von mir, weil sonst ist es nicht glaubhaft. Ja. Also alle Figuren haben auch was von mir. Ja, du erwächst diese Figuren ja auch letztendlich zum Leben. Ja, das ist ja der Zweck der Übung, deswegen machen wir das ja. Total schön. Okay, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was war das Verrückteste, was du als Synchronsprecher je erlebt hast? Also eine lustige Geschichte habe ich mal erlebt mit einem Kollegen, der so knapp 2 Meter groß ist und so 150 Kilo wiegt. Und wir waren für eine Serie eingeladen als ein Gaunerpärchen. Dann haben wir auf das Bild, auf die Leinwand geguckt und da war dann so ein großer Dicker und so ein kleiner Dünner. War natürlich klar, wer wen sprechen soll. Dann haben wir gesagt, nee, wir werden den Regisseur mal überraschen, machen das mal umgekehrt. Mhm.
Und dann kam die Aufnahme mit Rotlicht und dann habe ich den großen Dicken gesprochen und der große Kollege hat den kleinen Dünnen gesprochen. Und da haben wir gedacht, jetzt gibt es ein Donnerwetter hinten von dem Regisseur. Der ist vom Stuhl gefallen vor Lachen und hat gesagt, das lassen wir so. Dann haben wir mit vertauschten Rollen die Figuren gesprochen. Das fand ich so irre. Ja, weil im echten Leben ist es ja auch manchmal so, ja. Man wird immer nach Klischee besetzt. Ich spreche die kleinen Dünnen, ja. Und oft ist es ja wirklich so, dass man manchmal jemanden kennenlernt, so einen großen Kräftchen, der macht den Mund auf und hat so eine Stimme, ja. Oder so ein kleines Hutzelmännchen macht den Mund auf und hat so eine Bassstimme. Das gibt es ja. Und das haben wir praktisch damit bedient und dann sind wir damit durchgekommen. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Klingt auf jeden Fall nach Spaß. Auf jeden Fall hätte ich gerne jetzt mal so live miterlebt, ne, wie ihr dann alle lachen musstet wahrscheinlich. Richtig, genau. Ja, super. Okay, das war's auch schon. Ich danke dir. Ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Ciao. Ja, hallo. Mein Name ist Fritz Rott. Ich bin Synchronschauspieler, Dialogbuchautor und Dialogregisseur. Und die bekanntesten Rollen, die ich so gesprochen habe, sind einmal Patrick Starr natürlich aus SpongeBob Schwammkopf, dann Kung Fu Panda, Po, die Hauptrolle, in der Serie Legenden mit Fell und Fu, dann noch den unsterblichen Gerichtsmediziner Henry Morgan aus der Serie Forever und Fozzie-Bär bei den Muppet Babies. Das ist ja cool. Das mit Fozzie-Bär wusste ich gar nicht. Ja, also ich noch nicht so bin schon Fan ja von Patrick. Das spielst du ja schon super. Also sprichst du super. Kung Fu Panda auch. Also danke. Bin ich total der Fan von. Aber das ist auf jeden Fall auch was ich noch nicht wusste und finde ich jetzt mega cool. Ja. Gut, das freut mich. Was verdient man als Synchronsprecher so im Schnitt im Jahr? Jetzt nicht persönlich, was du jetzt vielleicht verdienst, aber was man verdienen kann. Das kann natürlich ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was man so macht. Also man kann auf jeden Fall davon leben, ne? Man kann sich was zu essen kaufen. Und ich denke mal, es gibt so viele, die noch im Ensemble sind, also Leute, die kleinere Rollen sprechen oder so Hintergrund bedienen, also so eine Kneipenatmo oder eine Stadionatmo, sowas. Keine Ahnung, vielleicht fängt dann vielleicht bei 20.000, 30.000 an so, kann aber dann sehr, sehr hoch gehen, je nachdem, wie weit man kommt. Das kann also über 100.000 sein. Ende offen. Ende offen, ja. Ja. Das motiviert doch dann, ich sag mal, die jungen Nachfolger, die dann jetzt auch Bock auf den Job haben. Das hoffe ich mal, ne? Da kommen wir jetzt mal zu Patrick. Ja. Ja. Genau, spreche ich jetzt gerade mit Patrick, das ist super. Okay. Was machst du denn beruflich, Patrick? Man sieht dich nie in der großen Krabbe. Übe ich meinen Beruf aus, ja. Klingt total entspannt, gefällt mir. Cool, freut mich. Dankeschön. Ja, welchen Charakter sprichst du denn am liebsten? Das war tatsächlich Henry Morgan aus Forever. Weil es ist so ein Sherlock-Holmes-Typ, ne? Der löst die Fälle so mit so pfiffig, auf eine pfiffige Art. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil ich auch selber Krimi-Fan bin und gerne solche Sachen geguckt habe. War so eine Traumrolle für mich. Also man identifiziert sich so ein bisschen mit dem Charakter, den man dann spricht, ne? Ja, auf jeden Fall. Muss man ja auch, sonst ja. Wird man nicht überzeugen. Was war das Verrückteste, was du als Synchronsprecher erlebt hast? Ja, das war eigentlich im Zusammenhang mit Kung Fu Panda. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich diese Rolle bekomme. Mhm. Und irgendwo in einer Folge sagt Po dann, ich, der Drachenkrieger? Und das war so eine Parallele einfach, ne, zu mir. Also mir ist das Gleiche passiert, weil ich, der Drachenkrieger? Hätte ich nicht gedacht. Okay, ich müsste eigentlich sagen, ich, der Drachenkrieger? Ach du lieber Himmel. Also ich bin Jürgen Kluckert und bin auch Synchronsprecher. Aber wen ich alles spreche, das müsst ihr irgendwo nachlesen. Wirklich, das ist ganz viel und ich bin auch froh darüber. Die wichtigsten für mich Rollen sind ja Mr. Krabs und Benjamin Blümchen. Und ich denke mal, sie gehen sehr in den Rollen auf, oder? Ja, das schon. Und das stimmt. Das sind die Liebsten. Einer davon ist ganz lieb. Und ansonsten habe ich aber auch noch ein paar andere, die ich sehr gern mache. Aber das ist so, das
wächst und man ist froh, wenn man die alle hat. Ja, gibt es denn da einen speziellen Charakter, der Ihnen am meisten gefällt? Ich kann es kaum sagen, das ist klar, ich habe nicht allein allerdings, aber den Freeman auch zu sprechen, auch jetzt wieder. Und ich habe selbst Chuck Norris gar nicht gesprochen, obwohl der war kein Schauspieler, der war, hatte einen anderen Beruf, aber er war besonders gut, wenn er mit Kindern gespielt hat. Also so Geschichten, Vater und Kind, oder da war der ganz gut. Aber es hat mir alles Spaß gemacht. Ich liebe den Beruf wirklich. Ich liebe den. Ich habe früher Theater gemacht und Theater gespielt. Das war überhaupt das, was ich am allerliebsten gemacht habe. Und daneben habe ich immer synchronisiert, bis ich dann gemerkt habe, irgendwann, Mensch, du stehst ja nur noch im Atelier. Also, nun synchronisiere ich. Bin in einem Alter, dass ich auch welche synchronisiere, die ich schon in jüngeren Jahren synchronisiert habe. Und dass ich die im Alter noch spreche, ist wunderbar. Und ja, was soll ich sonst sagen? Für mich ist das immer noch ein wunderbarer Beruf, aber nicht nur synchron. Wir machen ja auch Bücher, Hörbücher und andere Geschichten. Also das ist, der Beruf hat so viele Möglichkeiten und da ist immer was, immer irgendwas, immer dabei. Und das macht mir schon Spaß. Und solange ich wenigstens noch sprechen kann und auch denken kann, will ich das schon noch machen. Wenn meine Kollegen sagen, du kannst das nicht mehr, das sollen die nicht sagen. Vorher höre ich auf. Was war das Verrückteste, was man so als Synchronsprecher erlebt hat? Ja, also, Mann als Synchronsprecher, sage ich mal so. Ich habe einen Film synchronisiert, aber es ist schon ein Weilchen her. Und da gab es eine Cutterin im Atelier, die mir sehr gefiel. Sehr, sehr, sehr gefiel. Und immer noch gefällt. Das heißt, wir haben uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt und sind seit vielen, vielen Jahren verheiratet. Oh, das ist ja schön. Und das ist das Beste, was mir wirklich in einem Atelier passiert ist.